echt gespannt, wie das aussieht, wenn das hier alles soweit fertig ist. Dass hier unten eine Ebene quasi. Also dass der Trichter fertig ist. Das wird so abgefuckt aussehen am Ende. Was mir schon ein bisschen beunruhigt, ich werde jetzt 12 Schalter für die ganze Anlage brauchen. Und wo soll ich die alle hinpacken? Ich hätte ja das Endhaus gerne so hier irgendwo drin gehabt, also davon, wo die Leiter jetzt ist. Allerdings weiß ich nicht, ob die Felder bis hinten hin geladen sind. Und das wäre uncool. Außerdem bräuchte ich eigentlich ein Konzept der kurzen Schaltwege, um möglichst wenig Redstone zu brauchen. Hi. Ist ja nicht noch ein Schaf gewesen hier. Muss ich mir eh noch wieder ein paar Redstone Tutorials rein, also anschauen. Für Tiefflip-Flop-Schalter und sowas. Denn Tiefflip-Flops ohne Pistons funktionieren hier noch nicht. Und wie man die mit Pisten baut, weiß ich auswendig nicht. Was ist denn, dass da ein Block hin und her geschoben wird? So. Und weiter. Weiter, weiter ins Verderben. Passt schon ganz gut. So. Oh Gott, ich freue mich schon übrigens ungemein drauf, das ganze Feld nachher noch einzuzäunen. Das wird auch noch eine unglaublich tolle Aufgabe. Das landschaftliche Einpassen, darauf kann man sich eigentlich wirklich freuen, weil ich solche Spielereien liebe. Das macht eigentlich fast mehr Spaß als diese ganze Arbeit, die ich jetzt mache. Dieses Terraformen. Das zeigt dann noch das Ganze natürlich in die Landschaft anzufedern. Ich habe mir auch schon nach vorne bei dem Durchgang da zur Auffahrt zur Burg gemerkt, dass ich sowas ganz gerne mache, denke ich. Ich denke, dass man es gemerkt hat. Weil ich ungefähr genauso gerne wie Baumhäuser bauen. Die Baumhäuser sehen zwar dann auch irgendwie jedes Mal gleich aus. Und es gibt in Vanilla Minecraft keine Bäume, auf denen ich sinnvoll Baumhäuser bauen kann. Die sind alle viel zu klein dafür. Deswegen, wenn ich ein Baumhaus baue, baue ich mir meistens den Baum dafür selber noch künstlich hin.
mit einem 3x3 Stamm, damit man auch eine innen drin schön hochgehen kann und nicht irgendwie die Leiter außen anbringen muss. Alle Schaf. Davor ist noch ein Schaf. Oder Schaf. Wolle. Da oben ist noch ein Schaf. Das soll mir auch Wolle geben. Bevor es da in die alte Sandgrube reinfällt. Generellweise geht es halt auch nie die Wolle aus, sondern jedes Mal immer die Schafe. Entwollen. Kann man sagen, weil Scheren ist es ja nicht. Wir klatschen in die Wolle ab. In der Wolle entledigen. So, das klingt einigermaßen human. Und man weiß, was ich meine. Ich denke zumindest, dass man weiß, was ich meine. Ich könnte noch eins tiefer gehen. Ja, ich glaube, ich bin auch noch eins tiefer. Halt auch unten. Besser reinkommen. Ja, ich gehe noch eins oder sogar zwei noch tiefer. In diesem Kessel. Ich meine, solange es eigentlich hauptsächlich Erde ist, die es man abträgt, ist es auch überhaupt nicht weiter schlimm, weil Erde geht ja einigermaßen schnell. Essen wird es halt dann in tieferen Gefilden, wo man halt einen Stein wegmachen muss. Weil Stein dauert natürlich auch lange zu entfernen. Deswegen ist das Stein mit einer der undankbarsten Aufgaben im Terraformen, wenn man Stein wegmachen muss. Aber das gehört halt auch dazu. Deswegen, je weniger man das überhaupt machen muss, desto praktischer ist es. Was aber, was ich ehrlich gesagt auch interessant finde, ist, wenn man jetzt hier mitten im Feld steht, sieht das gar nicht mal so groß aus. Das überrascht mich jetzt doch ein bisschen, weil es ist doch ziemlich lang. Wenn ich wirklich nicht rechne, dass es eigentlich so klein aussieht. Aber gut, damit war auch nicht wirklich zu rechnen. Und die Erde. Naja, die Erde. Immer schön wegklatschen damit. Das ist schon. Außergewöhnlich, fast schon. Außergewöhnlich nicht, also, mein. Was, womit rechnet man, wenn man so viel Material wegschafft? Kann schon mal passieren, dass wenn man viel Material wegnimmt, dass man halt danach viel Material wegnehmen muss. Ne? Also
Das ist erschreckend logisch. Das dauert dann halt auch dementsprechend lang. Ich bin gerade etwas fasziniert, dass das quasi perfekt in meinen kalkulierten, also dass ich die Schaufeln so kalkuliert habe, dass das Inventar von das ist halt auch passt. Ich glaube, das kann man nicht wirklich verstehen, wenn man nicht weiß, was ich meine. Ist mir jetzt aber auch egal. Ich erkläre das jetzt.